Hi Leute, da bin ich mal wieder. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man hier so einen Abonnieren-Button erstellt. Und zwar der vektorisiert ist und beliebig vergrößert oder verkleinert werden kann. Ich blende den mal aus, leg mir einen neuen Ordner an. Und jetzt arbeiten wir hier mit dem abgerundetes Rechteckwerkzeug. Ich gehe mal hier mit dem Radius hoch. Ich habe das vorhin schon ein bisschen geprobt. Ziehe mir jetzt hier eine Fläche auf. Hole ich ein bisschen größer. Jetzt kann ich hier die Fläche füllen mit irgendeiner Farbe, ist egal. Ich könnte auch hier einen Verlauf nehmen, aber dann macht mir Photoshop hier diese Richtung, die kann man hier nicht einstellen, das ist ein Photoshop-Bug, deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier irgendeine blöde Farbe und kann jetzt hier mit einem ebenen Stil meine Verlaufsüberlagerung einstellen, kann hier noch ein bisschen heller gehen, wenn das gewünscht ist. So, jetzt habe ich meine erste Fläche fertig. Jetzt kommt die zweite Ebene dran. Das ist ja dann dieser rote Buttonknopf. Da gehe ich mit dem Radius ein bisschen kleiner. Vielleicht 22. Ziehe mir auch hier die Fläche auf. Vielleicht so. Mit V kann ich die jetzt hier verschieben. Jetzt mache ich hier ebenfalls einen Verlauf drüber. Suche mir hier ein Rot aus, das ich vorhin schon hier mir ausgeguckt habe. Und zwar das hier. Hier muss ich das Dunkel ein bisschen dunkler machen. So. Dass man den Verlauf auch wahrnimmt. Jetzt fehlt noch dieses kleine Dreieck. Da gehe ich hier in die eigene Formwerkzeuggeschichte. Und dann kann man hier sich so ein Dreieck aussuchen. Falls ihr dieses Dreieck nicht seht, dann müsst ihr hier irgendwo probieren. Das war, glaube ich, unter Form oder Symbole. Das kann man dann hier anfügen. Ich probiere es gerade mal aus. Genau. Dann kommt das hier. Und ja, kann jetzt hier dieses kleine Dreieck aufziehen. Mit gedrückter Shift-Taste. Mit der Leertaste. Gleichzeitig kann ich das noch ein bisschen hier so verschieben. So, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Okay. Lass alles los. Mit Steuerung T transformiere ich das um 90. Upsala, nochmal von vorne. Mit Steuerung und T kann ich es jetzt transformieren. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, damit es bei 90 Grad einrastet. Bestätige das. Mit V kann ich es noch ein bisschen hier platzieren. Hier mache ich ebenfalls einen ebenen Stil drauf. Vielleicht wieder den schwarz-weißen. Das Dunkel mache ich dann heller. So vielleicht. Ganz. Ja. Okay. Okay, als nächstes und letztes kommt jetzt die Textgeschichte hier drauf. Da gehe ich hier mal auf 120 vielleicht und probiere es mal aus hier. Abonnieren. Bestätige. Mit V verschiebe ich das. Wunderbar. Jetzt mache ich auch hier einen ebenen Stil drauf. Hier kann man einen voreingestellten nehmen. Vielleicht sowas. Man kann natürlich auch, ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Man kann auch hingehen und das Ganze hier sich selbst einstellen. So vielleicht. Jetzt ist es so wie reingestanzt. Aber das ist eine Geschmacksfrage dann. Da gibt es natürlich unendlich viele Variationsmöglichkeiten, wie man das Ganze hier macht. Der Schlagschatten ist noch wichtig. Und was man zum Schluss noch machen kann. Wir haben das ja eine Ebene getan. Und jetzt kann man hier auf diese Ebene, seit Photoshop CC, kann man hier auch auf eine Gruppe einen Ebenenstil anwenden. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Schlagschatten drauf. Später, wenn ich das in einem YouTube-Video benutze, dann hebt sich der Button schön vom Hintergrundbild, hebt er sich dann ab. Kann ich dann hier so ein Arch, so ein, als ob der hovern würde hier, kann ich so einen Schatten noch einstellen. Ja. Und der ganze Gag dabei ist natürlich der, wenn ich jetzt den Button größer haben will, kann ich ihn vergrößern. Jetzt ist der riesengroß. Oder ich kann ihn verkleinern. Und er wird immer schön, dadurch, dass er vektorisiert ist, wird er immer die Pixelinformation beibehalten. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.